Hey Leute, war wieder willkommen zu einer Folge von Bad North. In diesem Spiel geht es um Wikinger. Und ich will das Spiel eigentlich streamen. Das gab es kostenlos im Epic Games Store vor einer Woche, glaube ich. Nur ich will keinen Stream dazu starten, wenn mir das Spiel nicht gefällt. Und deswegen will ich das mal in diesem Video ausprobieren. Gucken, wie cool es eigentlich ist. Wie viel Spaß macht das. Und wenn das cool ist, spiele ich das dann im Stream mal durch. Ich bin generell so ein bisschen angefixt auf Wikinger aktuell. Denn ich gucke aktuell die... Autsch, ist laut. Ich gucke aktuell die Serie Vinland Saga, beziehungsweise den Anime. Und der ist zwar nicht so ganz 10 von 10, aber generell so Wikinger, so, das finde ich schon sehr spannend. Gut. Also, wir haben in diesem Spiel, das weiß ich schon, wir haben eine kleine Insel und wir haben bestimmte Einheiten, die wir steuern können. Hier haben wir zum Beispiel Schwertkämpfer und ich kann die frei auf dem Feld bewegen. Und es kommen Angreifer und wir müssen unsere Insel verteidigen. Und unsere Verteidiger müssen wir taktisch... Das sind Nahkämpfer, ne? Das sind keine Bogenschützen mehr. Die müssen wir taktisch sinnvoll wo platzieren, dass die auf jeden Fall auch dann gut verteidigen können. Ich muss mal da hin. Und es kommt nicht immer nur ein Schiff. Später kommen mehrere Schiffe auf einmal. Und da muss man sehr, sehr taktisch vorgehen. Vor allem gibt es ja verschiedene Klassen. Das fand ich vom Prinzip her nicht schlecht. Komm, mach die kalt. Mach die kalt. Und die Schwierigkeit kommt halt wirklich... Erst, sobald mehrere Einheiten kommen und sobald du Einheiten verlieren kannst. Weil du kannst auch Einheiten verlieren und dann kann man die, glaube ich, ins Haus schicken. Ja, wenn der Trupp so ein bisschen verwundet ist. Aber ist, glaube ich, noch vollzählig. Und ja, ich weiß, das Video hier wird wahrscheinlich floppen. Aber es geht ja nicht immer um Klicks, so. Okay, Tutorial grob geschafft. Zelt-Sieg, nehme ich. Nachher kommen noch Bogenschützen, Leute mit einem Speer. Ach ja, wir können unsere Trupps, glaube ich, auch aufleveln. Aber der kann auch sterben. Und dann ist der ganze Fortschritt mit diesem Trupp weg. Also, interessant, interessant, interessant. Okay, das ist meine Heimat. Die nächste Insel, die wir verteidigen müssen. Wir müssen immer einzelne Inseln verteidigen. Ach, das sind die zwei Trupps, die ich habe. Stimmt. Die sind am Anfang noch total basic, so die können nichts. Ah, ich verstehe. Ich kann vier Trupps haben insgesamt. Okay, von wo kommen Gegner? Die können doch im Grunde nur hier vorne... Ja. Die können doch im Grunde nur hier vorne ansetzen. Anhängen. Weil es ist der einzige niedrige Punkt auf der Map. Ansonsten macht irgendeine Anlaufstation woanders ja gar keinen Sinn. Die werden wir alle wegschnetzeln. Easy. Also ist anscheinend immer noch ein bisschen tutorial-ig. Aber ich mag die Stimmung vom Spiel. Aber wie gesagt, wer Wikinger bin ich eh aktuell. Ein bisschen angehypt. Ich glaube, der Trupp hier hat eine Person verloren. Kann das sein? Wie viel haben wir da? 1, 2, 3. Ach, ich hab's nicht so richtig im Auge. So, geh mal da hin. 1, 2, 3. Ja, die haben einen verloren. Moment. Geh mal zurück zur Kirche. Und die können sich da wieder aufladen. Also, was heißt aufladen? Die Männer werden wiederhergestellt. Und ich glaube, das macht Sinn. Oh, den Trupp, den ich weggeschickt habe, das ist ja dumm. Das geht jetzt sau nach hinten los. Der Trupp hier wird dafür hops genommen, dafür gerade. Oh oh. Oh oh, und der andere Trupp braucht noch ein bisschen. Gut, dass wir im Tutorial-Bereich sind und das deswegen nicht so schlimm ist, wenn ich hart verkacke. Ich verfick die mal was weg. Oh, Buddy. Oh, Buddy. Ich habe keinen Trupp verloren, aber ganz knapp. Okay, gut, dass ich die einen weggeschickt habe, weil der eine hat mit einer Person überlebt. Das ist gar nicht so leicht, das Spiel. Okay, aber die Insel haben wir geschafft. Und ich glaube, wir haben auch Punkte gekriegt. Wir können nur nach rechts irgendwo hin. Und ich könnte jetzt theoretisch den Trupp hier zum Bogenschützentrupp machen. Bäm. Okay, der Start ist simpler, als ich dachte. Okay, das Coole ist ja, ich kann die ja hier oben dann platzieren. So, aber wir starten erstmal. Deploy. Trupps sind auch wieder aufgefüllt. Gut. Ich glaube, einen Bogenschützentrupp zu haben, ist richtig, richtig wichtig. So, geh du mal nach da unten. Aber die müssten wir wegsäbeln. Ich gehe sogar mit denen noch ein bisschen weg, dass die Bogenschützen das schon mal ein bisschen säbeln können. Ihr müsst auch treffen. Ja, Mann! Ein Treffer. Zwei Treffer. Komm schon, dritter Treffer. Ne? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm. Nee! Oh, Moment. Versteck dich mal hinter dem Haus. Oh nein, okay, das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Die sind einfach an meinen Nahkämpfern vorbeigelaufen. Okay, gut, dass wir im Tutorial sind. Gut, dass wir im verdammten Tutorial sind. Wissen wir es am Anfang. Okay, ich mag aber die Stimme vom Spiel. Das könnte ich mir vorstellen zu streamen für eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, so lange ist das Spiel ja eh nicht. Oh, gibt es eine andere Seite von wo die an... Moment, ich kann die schon mal nach rechts bewegen. Können ja schon mal früher schießen, oder? Funktioniert das? Kann ich schon mal feuern? Ja. Ja. Ja, ja. Ich bewege die da mal nach hier unten schon mal. Die finale Welle ist es jetzt, die kommt.
Die Bogenschützen, das war eine extrem gute Verbesserung. Das ist unfassbar wichtig, merke ich gerade. Die machen einfach so einen guten Job gerade. Na komm, dann können wir uns hier nach vorne bewegen, uns auf die konzentrieren. Ja, die Bogenschützen sind hier extrem wichtig. Ich mache sogar so, dass ich die jetzt nach oben bewege, dass die quasi die Bogenschützen beschützen und die Bogenschützen, die schützen auf die andere. Das macht... Die Bogenschützen schütze ich. Okay, was war die richtige Kombo? Ich habe kaum Einheiten verloren. Wir haben 3 Münzen gekriegt für Verbesserung. Wir haben die Gegner komplett kalt gemacht. Das lief sehr, sehr gut. Der Stein der Weisen. Ich habe einen Stein der Weisen gekriegt. Ah, das gibt uns extra Gold für die Einheit, die wir verteidigen. Das gebe ich dann mal den Bogenschützen. Ab jetzt... Oh, ich habe 3 Trupps auf einmal. Ich habe noch eine Truppe dazugekriegt. Was bist du denn für einer? Auch Schwerttrupp, okay. Na gut, aber ich muss jetzt ja 2 Seiten verteidigen. Dann macht das wahrscheinlich auf jeden Fall schon Sinn. Ich muss vor allem... Was wichtig ist, ich muss immer die Häuser verteidigen. Und... Da muss ich natürlich ziemlich aufpassen. So, fangen wir die mal ab. Okay, aber langsam entfaltet sich das Spiel. Das wird schwerer. Die Bogenschützen sind aber immer noch richtig gut. Komm schon. Keine Verluste, keine Verluste. Ja. Nächstes Schiff, auch von da. Ich kann die auch mal zum Support zur Seite schicken. Nee, kann ich nicht. Moment. Nee, kann ich ja nicht so. So. Wobei, ich kann die da hinschicken. Ich muss ja nicht komplett hinten verteidigen. So. Da. Tot. Die Bogenschützen sind die wichtigste Einheit gerade. Unfassbar wichtig. Okay. Mhm. Die halten ja... Vielleicht mache ich noch einen zweiten Bogenschützen. Oh, die Gegner haben auch Bogenschützen. Moment, ihr haltet euch mal kurz. Ganz schnell. Und den Rest können die Nahkämpfer ja auch machen. Weil wenn ich da einen verloren habe, ist es, glaube ich, ein krasses Handicap. Oh, Moment, 2 Schiffe. Dann gehen wir auch mit 2 Verteidigungsreihen dahin. Es entfaltet sich. Wikinger, sei stark. So, die Bogenschützen sind wieder da. Perfektes Timing. So, ein bisschen Nahkampf-Action, aber geht voll klar. Und den Abschnitt auch geschafft. Nice, es gab uns 4... Oh, so viele Münzen. 7 Münzen haben wir gekriegt. Die ist gut darin, Position zu verteidigen, aber kann sich nicht so gut bewegen. Aber macht, glaube ich, Sinn, dass ich das als Alternative mache, weil hier habe ich ja schon quasi Nahkämpfer. Kann ich noch extra Skill hier, Infanterie, zack. Und du wirst zu Pikes. Oh, das sind Bogenschützen, das sind die Bogenschützen. Moment, haut mal ab. Sollen meine Bogenschützen die weg... Nein, haut mal ab. Moment, ich bewege die auch mal dahin. So. Schön ausweichen die ganze Zeit. Jetzt drauf. Autsch, einen verloren. Aber diesen Matsch. Okay. Erholt ihr euch mal ganz schnell. Das haben wir easy verteidigt. Easy, Mann. Defensive. Ich finde es sehr schade, dass so kleine Indie-Games auf YouTube nicht mehr gut ankommen. Es gab immer eine Zeit, so 2013 bis 2017, wo man wirklich nur so kleine Indie-Spiele spielen konnte. Und das hat funktioniert auf YouTube. Und inzwischen funktioniert es leider nicht mehr. Und das ist okay. Ist nur ein bisschen traurig. Oder macht es vielleicht mehr Sinn, das zu sparen? Und die Bogenschützen stärker zu machen oder hier einen Trupp stärker zu machen? Ich glaube, das Sparen macht mehr Sinn. Vielleicht macht es sogar mehr Sinn, das hier zu skillen. Weil dann kriege ich pro Insel einfach 2 Münzen mehr. Ah! Die Infanterieeinheit hat auch Schilde. Das ist dann die perfekte Kontereinheit gegen Bogenschützen. Ah, ich verstehe. Ich habe verstanden. Oh, da vorne sind wieder Bogenschützen, ne? Ja. Dann machen wir es wieder so. Warum ich den wechsel dich? Ja. Das prallt einfach alles an den... Oh Gott, da nicht. Den kann ich ein bisschen von rechts nach links wackeln und hoffen, dass das klappt. Ja. Das ist die perfekte Einheit gegen die Bogenschützen. Finale Welle schon. Da haben wir wieder das. Da haben wir... Das reicht. Easy. Von oben kommt jetzt noch ein Trupp. Aber es müsste nicht das Problem sein. Ich mach's mal so. Weil ich glaube, die Nahkampfeinheit hat ein bisschen weniger Probleme mit den... Ja, wobei... Ich wechsle mal. Da, komm. Da eine Salve abfeuern. Jetzt vorne eine Salve abfeuern. Ja, jetzt nach hier vorne. Ohne Verluste. Komm.
Okay. Mein Trupp wurde einfach überrannt. Die wurden einfach stehen gelassen. Hallo? Was ist mit den einen? Hallo? Nice, das gibt jetzt richtig viele Münzen. 7 Stück. Aber ich finde, okay, wahrscheinlich jetzt im Moment, obwohl ich scheitere, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, ey, mein Trupp ist so stark, ich habe das Spiel ansatzweise verstanden. Klar, es wird noch schwerer, aber stand jetzt fühle ich mich gewappnet. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man anfängt zu scheitern. Die Schilde blocken da alles und dahinter kommen die mit den Speeren und da oben die Bogenschützen. Die können nur von da andocken und das ist, glaube ich, die perfekte Kombi. Ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Oh, habt ihr es gesehen? Die haben oh Gott. Nein, geht wieder runter. Weil da sind ein paar Gegner an diesem Durchgang, die sich da so vorbeigesneakt haben. Könnt ihr die mal killen, bitte? Danke. Okay, nächster Trupp. Aber die können nicht von der anderen Seite kommen. Ich muss die Häuser beschützen. Da leben Frauen, die Suppe kochen wollen. Da leben Männer, die Suppe essen wollen. Da leben Schafe, die nicht zur Suppe gemacht werden wollen. Wir müssen die beschützen. Wir müssen darauf achten, dass es denen gut geht. Aber was die mit den Speeren genau, also klar, die sind stark gegen Einheiten, die keine Schilde haben, so, klar, richtig gut. Meine mit dem Schild sind stark gegen Bogenschützen und so. Klar, 12 Münzen kriegen wir. Das ist schon sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, wir machen noch eine Verbesserung, denn wir können jetzt mal kurz hier die Bogenschützen essentiell verbessern. Und zwar, dass sie bessere Bogenschützen werden. Zack. Aber was kommt? Ah, okay. Ich glaube, da sind dann die Einheiten mit den Speeren besser, weil das sind jetzt einfach nur Einheiten mit Schwertern. Da müssten, glaube ich, die mit den Speeren richtig gut zupacken können. Wie einfach das noch... Ja, Bogenschützen können da gut... Ist das so, ne? Ihr mit dem Speer, ihr könnt die gut zerballern, ohne Verluste. Ist das inhaltlich korrekt? Könnt ihr da... Ja. Ja, das sah okay aus. Das sah okay aus. Okay. Oh nein, nein, nein. Die greifen ja meine Häuser an. Nein, die haben so ein... Oh nein, die haben Feuer auf mein Haus geworfen. Das schöne Haus. Okay, obwohl die Schilde haben, haben meine Einheiten die kaputt gekriegt, aber ganz knapp. 2 Einheiten habe ich da noch. Schild und Schwert ist brutal. Habe ich nicht so richtig gecheckt, was ich dagegen machen soll. Vielleicht gibt es noch eine Einheit, die dagegen stark ist, aber... Habe ich noch nicht ganz gecheckt. Aber 10 Münzen nehme ich. Und ich bin süchtig, ich will weiterspielen. Aber ich glaube, das machen wir echt im Stream, dass wir dann da nochmal komplett einsteigen. Ja. Macht mir auf jeden Fall Bock. Könnte ich mir vorstellen, das mal in 3-4 Stunden durchzuspielen. Ich glaube, das Spiel ist nicht so lang. Und ja, man entdeckt immer die Inseln. Und das Coole ist übrigens, die Inseln sind immer unterschiedlich. Das heißt, wenn ihr das Spiel habt, habt ihr einfach ganz andere Inseln als ich zum Beispiel. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Cool. Ja gut, ey, ich hab Bock, das weiter zu spielen. Mache ich aber im Stream irgendwann, heute Morgen, übermorgen, übermorgen. Ich weiß nicht, mal gucken. Das Video hier wird floppen, ich weiß es jetzt schon, das wird jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt... Das wird wahrscheinlich so 5000, 6000 Aufrufe holen. Bestenfalls. Aber hat ja bestimmt trotzdem vielleicht ein paar Leuten gefallen, mal was anderes zu sehen, was man auf YouTube so nicht immer sieht. Und das ist ich finde es ein nettes Spiel. Könnt ihr euch im Epic Games Store mal angucken. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.